Yoga für Gesundheit. Gerichtete Bewegungen. Wenn du einige Stunden in einer horizontalen Position liegst, während dem Schlaf, sammeln sich die schmierenden Flüssigkeiten in den Gelenken an einem Punkt und zirkulieren nicht mehr. Deshalb verlangt der Körper, sobald du aufwachst, zuerst danach die Gelenke zu schmieren. Gerichtete Bewegungen sind ein einfacher Weg, dies zu tun. Außerdem werden so die Muskeln trainiert, ohne Verletzungsrisiko. Gelenke haben eine hohe Dichte an Energieknoten. Wenn du diese aktivierst, wird alles im System in Handlungsbereitschaft gebracht. Hier sind einige Empfehlungen, um die optimale Atmosphäre zu erzeugen und deine Wahrnehmung für die Übungen zu verbessern. Bitte schalte dein Handy auf stumm oder schalte es aus. Es ist ratsam, die Übungen nicht mit einem vollen Magen zu machen oder direkt nach einer Mahlzeit. Bitte sitze mit der Wirbelsäule angenehm aufgerichtet, die Hände nicht verschränkt und mit den Handflächen nach oben. Diese Punkte werden dich vorbereiten, sodass du aufnahmefähiger bist und das Beste aus den Übungen herausholen kannst. Diese Übungen sind sicher und einfach und können von jedem ausgeübt werden. Die Übungen, die wir hier lernen, können von jedem ab dem 7. Lebensjahr praktiziert werden. Falls du eine Brille trägst, lege sie während den Yoga-Übungen bitte zur Seite. Jetzt werden wir den ersten Teil von Upa Yoga lernen. Die gerichtete Bewegung der Arme. Wir werden diese Übung in 4 unterschiedliche Richtungen machen. Er wird die erste Richtung vormachen, bitte schau zu. Und es geht so. Stehe mit den Füßen angenehm auseinander und parallel zueinander. Augen geschlossen. Während du einatmest, bringe die Hände direkt vor deine Schultern. Das ist die Anfangsposition. Die erste Richtung ist seitwärts. Während du ausatmest, strecke die Arme zur Seite aus. Die Handgelenke kreisen nach außen. Wenn deine Arme ganz ausgestreckt sind, atme ein und bringe sie wieder nach innen. Jetzt kreisen die Handgelenke nach innen. Das ist eine Runde, du machst es 3-mal. Es kreisen nicht nur die Handgelenke, die Hände öffnen und schließen sich auch dabei. Alle Muskeln sind angespannt, so als ob du etwas drückst, wie einen Schraubenzieher. Erzeuge so viel Spannung wie möglich in den Armen, ohne dabei den Rest des Körpers anzuspannen. Wenn du deine Arme ausstreckst, kreisen die Handgelenke immer nach außen mit einer Ausatmung. Wenn du deine Arme nach innen bringst, kreisen deine Handgelenke immer nach innen mit einer Einatmung. Jetzt machen wir 3 Runden zusammen. Du kannst aufstehen. Achte darauf, dass du um dich herum genug Platz hast. Stehe mit den Füßen angenehm auseinander und parallel zueinander, Augen geschlossen. Während du einatmest, bringe die Hände direkt vor deine Schultern. Das ist die Anfangsposition. Während du ausatmest, strecke die Arme zur Seite aus. Die Handgelenke kreisen nach außen. Wenn deine Arme ganz ausgestreckt sind, atme ein und bringe sie wieder nach innen. Jetzt kreisen die Handgelenke nach innen. Das ist eine Runde. Wir machen das noch 2-mal. Zweite Runde. Es kreisen nicht nur die Handgelenke,
Die Hände öffnen und schließen sich auch dabei. Erzeuge so viel Spannung wie möglich in den Armen, ohne dabei den Rest des Körpers anzuspannen. Dritte Runde. Wenn du deine Arme ausstreckst, kreisen deine Handgelenke immer nach außen mit einer Ausatmung. Wenn du deine Arme nach innen bringst, kreisen deine Handgelenke immer nach innen mit einer Einatmung. Wenn du fertig bist, kannst du dich entspannen und wieder hinsetzen. Wir sehen uns nun einige allgemeine Verbesserungen an, auf die du während der Übung achten kannst. Um es nochmal klarzustellen, wenn die Arme ausgestreckt werden, drehen sich die Handgelenke immer nach außen. Das ist Außendrehung. Du kannst es ausprobieren. Wenn deine Arme nach innen kommen, drehen sich die Handgelenke immer nach innen. Das ist Innendrehung. Mache es nicht schnell und locker mit wenig Spannung. Mache es langsam und spanne die Arme so stark an, wie du kannst. Die Anspannung sollte aber nicht auf den Rest des Körpers übertragen werden. Der restliche Körper bleibt locker und entspannt. Wir haben nun gesehen, wie man eine Richtung der Übung macht. Jetzt werden wir alle vier Richtungen sehen. Bitte schaut zu. Anfangsposition. Hände direkt vor den Schultern. Augen geschlossen. Die erste Richtung ist seitwärts. Während du ausatmest, strecke die Arme seitwärts aus mit der Außendrehung der Handgelenke. Mit einer Einatmung bringst du sie zurück nach innen mit der Innendrehung der Handgelenke. Achte darauf, dass sich die Handgelenke immer genau auf einer Linie mit den Schultern bewegen. Das ist eine Runde, das würdest du dreimal machen. Die zweite Richtung ist vorwärts. Mit der Außendrehung streckst du die Arme vorwärts aus. Die Handgelenke drehen sich nach außen. Sobald die Arme ganz ausgestreckt sind, bringst du sie mit einer Einatmung zurück. Jetzt drehen sich die Handgelenke nach innen. Achte darauf, so viel Spannung zu erzeugen, wie du kannst. Das ist eine Runde. Du würdest das dreimal machen. Die dritte Richtung ist nach oben. Mit der Ausatmung streckst du die Arme nach oben aus. Die Handgelenke drehen sich nach außen. Mit einer Einatmung bringst du sie wieder nach unten. Jetzt drehen sich die Handgelenke nach innen. Das ist eine Runde. Du würdest das dreimal machen. Die vierte Richtung ist nach unten. Mit der Ausatmung streckst du die Arme nach unten. Die Handgelenke drehen sich dabei nach außen. Mit einer Einatmung bringst du die Arme nach oben. Jetzt drehen sich die Handgelenke nach innen. Das ist eine Runde. Du würdest das dreimal machen. Wir machen nun drei Runden zusammen in alle vier Richtungen. Du kannst aufstehen. Anfangsposition. Füße angenehm auseinander. Achte darauf, dass sie parallel zueinander sind. Hände direkt vor den Schultern. Der Kopf ist gerade. Augen geschlossen. Die erste Richtung ist seitwärts. Während du ausatmest, strecke die Arme seitwärts aus mit einer Außenbewegung der Handgelenke.
Mit der Einatmung bringst du sie zurück nach innen mit einer Innendrehung der Handgelenke. Zweite Runde. Während du ausatmest, strecke die Arme aus. Achte darauf, dass die Arme genau auf einer Linie mit den Schultern sind. Mit der Einatmung bringst du sie zurück. Dritte Runde. Es ist eine volle Ausatmung, während du die Arme ausstreckst. Und eine volle Einatmung, während du sie zurückbringst. Sobald du wieder die Anfangsposition erreicht hast, wechsle die Richtung. Die zweite Richtung ist vorwärts. Mit der Ausatmung streckst du die Arme vorwärts aus. Die Handgelenke drehen sich nach außen. Sobald die Arme ganz ausgestreckt sind, bringst du sie mit einer Einatmung zurück. Jetzt drehen sich die Handgelenke nach innen. Zweite Runde. Achte darauf, so viel Spannung zu erzeugen, wie du kannst. Dritte Runde. Die Hände sollten sich mit der Drehung öffnen und schließen. Wenn sie sich öffnen, sollten alle 5 Finger gespreizt sein. Die dritte Richtung geht nach oben. Mit der Ausatmung streckst du die Arme nach oben. Die Handgelenke drehen sich nach außen. Mit einer Einatmung bringst du sie wieder nach unten. Jetzt drehen sich die Handgelenke nach innen. Zweite Runde. Die Hände sollten sich genau auf einer Linie mit den Schultern bewegen. Dritte Runde. Mache es nicht schnell, mach es langsam und aufmerksam. Die vierte Richtung ist nach unten. Mit der Ausatmung streckst du die Arme nach unten. Die Handgelenke drehen sich nach außen. Mit einer Einatmung bringst du die Arme nach oben. Jetzt drehen sich die Handgelenke nach innen. Zweite Runde. Achte darauf, den Atem nicht anzuhalten. Dritte Runde. Die Arme sollten sich genau auf einer Linie mit den Schultern bewegen, direkt neben dem Körper. Wenn du fertig bist, kannst du die Arme wieder entspannen und dich hinsetzen. Thank you.
Yoga für Erfolg. Die Nackenübungen. Sowohl das Nervensystem als auch das Energiesystem verzweigen sich im großen Ausmaß von den Schulterblättern aufwärts. Den Nackenbereich in gutem Zustand zu halten, ist also sehr wichtig. Wenn du diese Übungen für 3 bis 4 Minuten gemacht hast, wirst du ohne Zweifel merken, dass du deutlich wacher bist und die Lethargie im Körper weniger geworden sein wird, die Nervenregeneration zugenommen hat und auch das Gedächtnis und ein scharfer Intellekt dadurch gefördert werden. Hier sind einige Empfehlungen, um die optimale Atmosphäre zu erzeugen und deine Wahrnehmung für die Übungen zu verbessern. Bitte schalte dein Handy auf stumm oder schalte es aus. Es ist ratsam, die Übungen nicht mit einem vollen Magen zu machen oder direkt nach einer Mahlzeit. Bitte sitze mit der Wirbelsäule angenehm aufgerichtet, die Hände nicht verschränkt und mit den Handflächen nach oben. Diese Punkte werden dich vorbereiten, sodass du aufnahmefähiger bist und das Beste aus den Übungen herausholen kannst. Diese Übungen sind sicher und einfach und können von jedem ausgeübt werden. Die Übungen, die wir hier lernen, können von jedem ab dem 7. Lebensjahr praktiziert werden. Falls du eine Brille trägst, lege sie während den Yoga-Übungen bitte zur Seite. Jetzt machen wir eine Reihe an Übungen für den Nacken. Sie werden dir helfen, die steife Nacken- und Schultermuskulatur aufzulockern. Wir schauen uns jetzt die 3 ersten Nackenübungen an. Bitte schau aufmerksam zu. Stehe mit den Füßen angenehm auseinander und parallel zueinander. Deine Arme und Schultern sind locker und entspannt. Achte darauf, dass der Nacken locker ist wie ein Seil. Keine Anspannung jeglicher Art. Schließe deine Augen. Während du ausatmest, senke langsam und sachte dein Kinn auf deinen Brustkorb. Das ist die Anfangsposition. Jetzt bewege deinen Kopf, während du einatmest, langsam nach oben und bringe ihn nach hinten. Dann senke den Kopf, während du ausatmest, nach unten auf die Brust. Das ist eine Runde. Du machst das 3-mal. Jetzt schauen wir uns die 2. Nackenübung an. Während du einatmest, drehe den Kopf langsam und sachte nach rechts, so weit wie das geht. Während du ausatmest, drehe den Kopf zurück zur Mitte. Nun atme ein und drehe den Kopf langsam und sachte nach links, so weit wie es geht. Während du ausatmest, drehe den Kopf zurück zur Mitte. Das ist eine Runde, du machst das 3-mal. Jetzt werden wir die 3. Nackenübung sehen. Während du ausatmest, bringe dein rechtes Ohr langsam und sachte zu deiner rechten Schulter, so weit wie es geht. Während du einatmest, bringe es wieder nach oben. Während du ausatmest, bringe dein linkes Ohr langsam und sachte zu deiner linken Schulter, so weit wie es geht. Während du einatmest, bringe es wieder nach oben. Das ist eine Runde, du machst das 3-mal. Jetzt machen wir 3 Runden der ersten 3 Nackenübungen zusammen. Du kannst aufstehen. Stehe mit den Füßen angenehm auseinander und parallel zueinander. Lass die Arme und Schulter locker und entspannt. Augen sind geschlossen. Während du ausatmest, senke langsam und sachte dein Kinn auf den Brustkorb. Das ist die Anfangsposition. Jetzt bewege deinen Kopf, während du einatmest, sachte nach oben und bringe ihn nach hinten. Dann senke den Kopf, während du ausatmest, nach unten auf die Brust. Zweite Runde. Während du einatmest, bewege deinen Kopf nach oben und bring ihn nach hinten.
Atme aus und senke ihn. Dritte Runde. Achte darauf, dass die Schultern locker sind, keine Anspannung, jeglicher Art. Jetzt die zweite Nackenübung. Komme zur Anfangsposition. Dein Kopf sollte gerade sein, die Augen geschlossen. Während du einatmest, drehe deinen Kopf langsam und sachte nach rechts. Während du ausatmest, bringe ihn zurück zur Mitte. Während du einatmest, drehe deinen Kopf langsam und sachte nach links. Während du ausatmest, bringe ihn zurück zur Mitte. Zweite Runde, rechte Seite. Linke Seite. Dritte Runde. Mach es langsam. Du kannst die Dehnung auch für einen Moment halten und dann wieder zurückkommen. Komm zurück zur Anfangsposition. Jetzt machen wir die dritte Nackenübung. Dein Kopf ist wieder gerade, Augen geschlossen. Während du ausatmest, bringe dein rechtes Ohr langsam und sachte zu deiner rechten Schulter. Während du einatmest, bringe es nach oben. Während du ausatmest, bringe dein linkes Ohr langsam und sachte zu deiner linken Schulter. Während du einatmest, bringe es nach oben. Zweite Runde. Dritte Runde. Du senkst den Kopf mit einer Ausatmung und du hebst den Kopf mit einer Einatmung. Wenn du fertig bist, kannst du dich wieder hinsetzen. Jetzt lernen wir die vierte und die fünfte Nackenübung. Die Füße stehen wieder angenehm auseinander und parallel zueinander, Augen geschlossen. Während du ausatmest, senke dein Kinn langsam und sachte auf die Brust. Das ist die Anfangsposition. Während du einatmest, beginne deinen Kopf langsam und sachte zu deiner rechten Schulter zu drehen. Während du einatmest, geht der Kopf nach hinten. Während du ausatmest, kommt der Kopf wieder nach unten. Dann drehe den Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Das ist eine Runde. Mache das dreimal. Und nun die fünfte und letzte Nackenübung. Kreise mit deinen Schultern nach vorne. Während du einatmest, bringe sie nach oben. Während du ausatmest, bringe sie nach unten. Das machst du dreimal. Jetzt kreise mit deinen Schultern nach hinten. Während du einatmest, bringe sie nach oben. Während du ausatmest, bringe sie nach unten. Mache das dreimal.
Jetzt machen wir die vierte und fünfte Nackenübung zusammen. Du kannst aufstehen. Achte darauf, dass die Füße parallel zueinander sind. Augen geschlossen. Während du ausatmest, senke dein Kinn auf deine Brust. Das ist die Anfangsposition. Während du einatmest, beginne deinen Kopf langsam und sachte zu deiner rechten Schulter zu drehen. Während du einatmest, geht der Kopf nach hinten. Während du ausatmest, kommt der Kopf wieder nach unten. Mache eine vollständige Drehung. Dann drehe den Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Wir machen noch zwei weitere Runden. Zweite Runde. Drehe den Kopf zur rechten Schulter. Achte darauf, dass der Oberkörper sich nicht bewegt, während du den Kopf drehst. Wechsle die Richtung und drehe den Kopf zu deiner linken Schulter. Dritte Runde. Mache es langsam und zusammen mit der Atmung. Und jetzt machen wir die fünfte Nackenübung zusammen. Der Kopf ist gerade, Oberkörper entspannt, Augen geschlossen. Kreise mit deinen Schultern nach vorne. Während du einatmest, bringe sie nach oben. Während du ausatmest, bringe sie nach unten. Mache das dreimal. Jetzt kreise mit deinen Schultern nach hinten. Während du einatmest, bringe sie nach oben. Während du ausatmest, bringe sie nach unten. Mach das dreimal. Wenn du fertig bist, kannst du dich wieder hinsetzen. Yoga für Wohlbefinden. Yoga Namaskar. Yoga Namaskar ist ein kraftvolles System für sich selbst. Es aktiviert den Lendenbereich der Wirbelsäule auf eine enorme Weise, stärkt die Muskeln entlang der Wirbelsäule, gibt ihr eine Verstärkung, sodass das Zusammenfallen der Wirbelsäule im Alter, das zum Einklemmen der Nerven führt, nicht passiert. Und wenn bereits Schäden entstanden sind, ist der beste Weg, um die Wirbelsäule zu regenerieren, Yoga Namaskar zu machen. Es hat umfassende positive Auswirkungen auf den gesamten Körper. Yoga Namaskar ist ein sehr einfacher und vollständiger Prozess in sich selbst. Yoga Namaskar sollte nicht auf vollem Magen praktiziert werden. Das bedeutet eine etwa anderthalbstündige Pause nach der letzten Mahlzeit. Ist das nicht der Fall, solltest du die Übung erstmal überspringen. Personen mit einer Hernie und Frauen im dritten oder vierten Monat der Schwangerschaft sollten Yoga Namaskar nicht praktizieren. Jetzt lernen wir Yoga Namaskar. Es handelt sich um eine Abfolge von 7 Schritten. Er wird eine ganze Runde vormachen. Bitte pass gut auf. Stehe mit deinen Füßen angenehm auseinander und parallel zueinander. Lass die Arme und Schultern locker und entspannt. Die Augen sind offen. Fokussiere einen Punkt vor dir. Sobald der Fokus stetig ist, halte Namaskar, indem du die Handflächen vor deiner Brust zusammenlegst. Das ist die Anfangsposition.
Mit einer Einatmung bringe deine Hände über deinen Kopf. Mit einer Ausatmung bringe die Hände nach unten, sodass die Unterkanten deiner Handflächen hinter deinen Nacken kommen. Mit einer Einatmung bring die Hände nach oben. Mit einer Ausatmung bringe die Hände nach unten vor die Brust. Das ist Schritt 1. Du machst das noch zweimal. Schritt 2. Mit einer Ausatmung machst du das Geräusch von dem Kehlkopf heraus. Schritt 3. Die ganze Zeit über sollten deine Finger zusammen sein und gerade nach oben zeigen, auch wenn du deine Hände hinter deinen Nacken bringst. Während du die Hände nach oben bringst, atmest du einmal vollständig ein. Während du sie nach unten bringst, atmest du einmal vollständig aus, zusammen mit dem Geräusch. Nachdem du das dreimal gemacht hast, gehst du gerade nach unten in die Hocke. Schritt 4. Mit einer Einatmung bringe deine Hände nach oben. Mit der Ausatmung bringe deine Hände nach unten, hinter deinen Nacken. Mit der Einatmung bringe sie nach oben. Mit der Ausatmung bringe sie nach unten, vor die Brust. Dann mit der Einatmung strecke deine Hände gerade vor dir aus, die Finger zeigen nach vorne. Mit der Ausatmung und dem Geräusch bringe sie zurück zur Brust. Mach das dreimal. Schritt 5. Mit der Einatmung bringe deine Hände nach oben. Mit der Ausatmung bringe sie nach unten hinter deinen Nacken. Mit der Einatmung bringe sie nach oben. Mit der Ausatmung nach unten vor die Brust. Mit der Einatmung gerade nach vorne. Mit der Ausatmung zurück zur Brust. Noch einmal. Schritt 6. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, nach unten. Einatmung, nach oben. Ausatmung, nach unten. Einatmung, Hände gerade nach vorne. Ausatmung, Hände zurück zur Brust. Jetzt Schritt 7. Während du einatmest, strecke deine Hände gerade vor dir aus. Bring deine Knie auf den Boden, lehne dich nach vorne und bringe deine Stirn auf den Boden, bringe die Arme über deinen Kopf und lege deine Handflächen auf den Boden. Bringe die Hände zusammen, sodass sich Daumen und Zeigefinger berühren und ein Dreieck bilden. Deine Ellbogen sollten leicht gebeugt sein. Das ist Balasana. Bleib in dieser Position, bis sich deine Atmung stabilisiert hat oder für mindestens 2 Minuten. Dann stehe sachte auf und komme zurück zur Anfangsposition. Das ist eine Runde von Yoga Namaskar. Jetzt machen wir eine Runde Yoga Namaskar zusammen. Du kannst aufstehen. Stehe mit den Füßen angenehm auseinander und parallel zueinander. Die Augen sind offen. Fokussiere einen Punkt vor dir. Sobald der Fokus stetig ist, halte Namaskar vor deiner Brust. Das ist die Anfangsposition. Schritt 1. Mit der Einatmung bringe deine Hände nach oben. Mit der Ausatmung und dem Geräusch bringe deine Hände nach unten, hinter deinen Kopf. Mit der Einatmung bringe sie nach oben. Mit der Ausatmung bringe deine Hände nach unten vor deine Brust. Mache das noch zweimal. Schritt 2, bringe deine Hände nach oben mit einer vollen Einatmung. Bringe deine Hände nach unten mit einer vollen Ausatmung. Einatmung, Hände nach oben.
Ausatmung, Hände nach unten, zur Brust. Schritt 3, Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, Hände nach unten, hinter den Kopf. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, Hände nach unten vor die Brust. Jetzt gehe in die Hocke. Achte darauf, dass du einen Punkt vor dir fokussierst. Schritt 4. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, Hände nach unten. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, Hände nach unten. Dann mit einer Einatmung strecke deine Hände gerade vor dir aus. Mit der Ausatmung bringe die Hände zur Brust. Wir machen das noch zweimal. Schritt 5, Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, Hände nach unten. Halte den Kopf gerade. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, nach unten. Einatmung, gerade nach vorne. Ausatmung, zurück. Schritt 6. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, nach unten. Einatmung, nach oben. Ausatmung, Hände nach unten zur Brust. Einatmung, gerade nach vorne. Ausatmung, zurück. Schritt 7. Mit der Einatmung strecke deine Hände gerade vor dir aus. Bringe deine Knie auf den Boden, lehne dich nach vorne und bringe deine Stirn auf den Boden. Streck deine Zehen nach hinten aus. Der Körper sollte auf deinen Fersen sitzen. Lege deine Handflächen auf den Boden zusammen, sodass sich die Daumen und Zeigefinger berühren und ein Dreieck bilden. Deine Ellbogen sollten leicht gebeugt sein. Bleibe in Balasana, bis sich deine Atmung stabilisiert hat. Dann stehe sachte auf und komme zurück zur Anfangsposition. Wenn du fertig bist, kannst du dich wieder hinsetzen. Wir werden uns einige Varianten und Verbesserungen ansehen. Wenn es dir schwerfällt, in die Hocke zu gehen, dann kannst du ein etwa 1-2 cm dickes Polster unter deine Fersen legen, in die Hocke gehen und sicherstellen, dass dabei deine Füße parallel zueinander sind. Bei einigen Leuten zeigen die Finger nach hinten, wenn sie die Hände hinter den Kopf bringen. Die Finger sollten gerade nach oben zeigen. Manche Leute neigen dazu, den Kopf nach unten zu bewegen. Der Kopf sollte gerade bleiben. Bewege die Hände nicht zu schnell und locker. Die Arme sollten leicht angespannt sein, während du die Bewegung machst. Jetzt machen wir noch eine Runde Yoga Namaskar zusammen und berücksichtigen dabei alle diese Verbesserungen. Du kannst aufstehen. Stehe mit den Füßen angenehm auseinander und parallel zueinander. Diejenigen, die für die Hocke ein Kissen zur Unterstützung benötigen, können es direkt hinter den Füßen bereithalten. Und wenn wir in Schritt 4 in die Hocke gehen, kannst du einen Schritt zurückgehen und auf das Kissen steigen und es als Unterstützung verwenden. Die Augen sind offen. Fokussiere einen Punkt vor dir. Sobald der Fokus stetig ist, halte Namaskar vor deiner Brust. Das ist die Anfangsposition. Schritt 1. Mit der Einatmung bringe deine Hände nach oben. Mit der Ausatmung und dem Geräusch bringe deine Hände nach unten und hinter deinen Kopf.
Mit der Einatmung bringe sie nach oben. Mit der Ausatmung bringe deine Hände nach unten vor deiner Brust. Mache das noch zweimal. Schritt 2. Bringe deine Hände nach oben mit einer vollen Einatmung. Bringe deine Hände nach unten mit einer vollen Ausatmung. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, Hände nach unten zur Brust. Schritt 3. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, Hände nach unten hinter den Kopf. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, Hände nach unten vor die Brust. Gehe jetzt in die Hocke. Falls du ein Kissen benötigst, kannst du es zur Unterstützung verwenden. Achte darauf, dass du einen Punkt vor dir fokussierst. Schritt 4. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, Hände nach unten. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, Hände nach unten. Dann mit der Einatmung strecke deine Hände gerade vor dir aus. Mit der Ausatmung bringe die Hände zur Brust. Wir machen das noch zweimal. Schritt 5. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, Hände nach unten. Halte den Kopf gerade. Einatmung, nach oben. Ausatmung, nach unten. Einatmung, gerade nach vorne. Ausatmung, zurück. Schritt 6. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, Hände nach unten. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, Hände nach unten zur Brust. Einatmung, gerade nach vorne. Ausatmung, zurück. Schritt 7. Mit der Einatmung strecke deine Hände gerade vor dir aus. Bringe deine Knie auf den Boden, lehne dich nach vorne und bringe deine Stirn auf den Boden. Strecke deine Zehen nach hinten aus. Dein Körper sollte auf deinen Fersen sitzen. Lege deine Handflächen auf den Boden zusammen, sodass sich die Daumen und Zeigefinger berühren und ein Dreieck bilden. Deine Ellbogen sollten leicht gebeugt sein. Bleib in Balasana, bis sich deine Atmung stabilisiert hat. Dann stehe sachte auf und komme zurück zur Anfangsposition. Wenn du fertig bist, kannst du dich wieder hinsetzen. Wenn du Yoga Namaskar regelmäßig praktizierst, solltest du 3 Runden Yoga Namaskar machen, um die optimale Wirkung zu erzielen. Yoga für Frieden. Nadi Shuddhi. Das Wort Nadi Shuddhi bedeutet wörtlich Reinigung der Nadis. Wenn wir von Nadis sprechen, dann beziehen wir uns nicht auf die 72.000, denn diese 72.000 sind nur Abzweigungen der beiden grundlegenden Nadis, Pingala und Ida. 36.000 gehen von Pingala aus und 36.000 gehen von Ida aus. Das ist die energetische Physiologie eines Menschen. Wenn wir Nadi Shuddhi sagen, dann sprechen wir von einer grundlegenden Reinigung von Pingala und Ida, sodass das Energiesystem ins Gleichgewicht kommt. Es gibt eine Verbindung zwischen deiner Atmung und deiner mentalen Struktur. Deine Gedanken ins Gleichgewicht zu bringen, ist ein sehr wichtiger Schritt, den du machen musst, wenn du Ausgeglichenheit in deine Handlungen, deine Gefühle und die Ergebnisse deines Lebens sowie deine Auswirkungen auf das Leben anderer bringen möchtest. Nadi Shuddhi spielt dabei eine wichtige Rolle. Hier sind einige Empfehlungen, um die optimale Atmosphäre zu erzeugen und deine Wahrnehmung für die Übungen zu verbessern.
Bitte schalte dein Handy auf Stumm oder schalte es aus. Es ist ratsam, die Übungen nicht mit einem vollen Magen zu machen oder direkt nach einer Mahlzeit. Bitte sitze mit der Wirbelsäule angenehm aufgerichtet, die Hände nicht verschränkt und mit den Handflächen nach oben. Diese Punkte werden dich vorbereiten, sodass du aufnahmefähiger bist und das Beste aus den Übungen herausholen kannst. Diese Übungen sind sicher und einfach und können von jedem ausgeübt werden. Die Übungen, die wir hier lernen, können von jedem ab dem 7. Lebensjahr praktiziert werden. Falls du eine Brille trägst, lege sie während den Yoga-Übungen bitte zur Seite. Wie man Nadi-Shuddhi macht, wird sie jetzt vormachen. Bitte schau zu. Sitze im Schneidersitz. Die Wirbelsäule ist angenehm aufgerichtet, Augen geschlossen. Die linke Hand sollte locker in der Mitte deines Schoßes liegen, mit der Handfläche nach oben. Benutze nur deine rechte Hand. Benutze deinen Daumen und Ringfinger. Beuge deinen Mittel- und Zeigefinger. Der Ringfinger und der kleine Finger sind gerade und berühren sich Seite an Seite. Blockiere nun das rechte Nasenloch mit dem Daumen und atme durch das linke Nasenloch ein. Nachdem du vollständig eingeatmet hast, atme durch das gleiche Nasenloch aus. Auf die gleiche Weise blockiere nun das linke Nasenloch mit dem Ringfinger und atme durch das rechte Nasenloch ein. Dann atme durch die gleiche Seite aus. Blockiere noch einmal die rechte Seite und öffne die linke Seite. Einatmung und Ausatmung. Mach auf diese Art weiter. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Wenn du also dieses Nadi-Shuddhi machst, dann ist es am allerwichtigsten, dass du vollständig einatmest und vollständig ausatmest. So langsam und sachte, wie es dir möglich ist. Du solltest kein Geräusch machen, wenn du ausatmest oder einatmest. Damit du es richtig machst, kannst du dir eine grundsätzliche Regel merken, sodass das Nadi-Shuddhi ganz von alleine geschieht. Du wechselst die Seiten immer nach einer Ausatmung. Das bedeutet also, du atmest durch die gleiche Seite aus, durch die du eingeatmet hast. Mach Nadi-Shuddhi für mindestens 4 Minuten lang. Einige Verbesserungen für die Übung. Die linke Hand sollte nicht auf dem Oberschenkel liegen. Die linke Hand sollte locker in der Mitte deines Schoßes liegen. Um es nochmal klarzustellen, an der rechten Hand benutzt du nur den Daumen und den Ringfinger. Der Ringfinger und der kleine Finger sind gerade und berühren sich Seite an Seite. Beuge deinen Mittel- und Zeigefinger. Wenn es dir nicht möglich ist, sie gerade zu halten, mache es so gut es geht. Manche Leute neigen dazu, den Kopf nach unten zu senken oder zur Seite zu drehen. Unbewusst kann sich dein Gesicht zur Seite neigen. Der Kopf sollte gerade sein. Wenn du das so beibehältst, kommt dein System sehr schnell ins Gleichgewicht. Achte darauf, dass du nicht zu stark auf den unteren Teil des Nasenlochs drückst. Finde den Knochen über dem rechten Nasenloch. Wenn du deinen Daumen nur 1 Millimeter darunter platzierst, kannst du mit sehr wenig Druck das Nasenloch komplett blockieren, sodass keine Luft mehr herausgelangt. Atme nicht zu flach oder normal oder halte den Atem an. Du solltest vollständig ein- und vollständig ausatmen. Wir machen Nadi-Shuddhi. Sitze im Schneidersitz, die Wirbelsäule ist angenehm aufgerichtet. Falls du nicht auf dem Boden sitzen kannst, kannst du auch auf einem Stuhl sitzen oder die Beine an den Fußknöcheln überkreuzen. Die linke Hand sollte locker in der Mitte deines Schoßes liegen, mit der Handfläche nach oben. Benutze nur deine rechte Hand. Benutze den Daumen und Ringfinger. Beuge deinen Mittel- und Zeigefinger.
Der Ringfinger und der kleine Finger sind gerade und berühren sich Seite an Seite. Schließe die Augen. Blockiere nun das rechte Nasenloch mit dem Daumen und atme durch das linke Nasenloch ein. Nachdem du vollständig eingeatmet hast, atme durch das gleiche Nasenloch aus. Auf die gleiche Weise blockiere nun das linke Nasenloch mit dem Ringfinger und atme durch das rechte Nasenloch ein. Dann atme durch das gleiche Nasenloch aus. Blockiere noch einmal die rechte Seite und öffne die linke. Einatmung und Ausatmung. Mach auf diese Art weiter, bis wir dich bitten, aufzuhören. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Mach es so langsam und sachte, wie du kannst. Es ist eine volle Einatmung und eine volle Ausatmung. Achte darauf, dass die Wirbelsäule angenehm aufgerichtet ist. Halte den Kopf gerade. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Du kannst Nadi Shuddhi mit einer Ausatmung durch das linke Nasenloch beenden und dann aufhören. Öffne bitte langsam deine Augen. Yoga für Freude. Nada Yoga. Die moderne Wissenschaft hat dir bewiesen, dass die gesamte Existenz nur eine Schwingung ist. Wo es eine Schwingung gibt, gibt es unweigerlich einen Klang. Die gesamte Existenz ist also ein Klang. Die Grundklänge für diese komplexe Zusammensetzung von Klängen sind A, U und M. Ohne deine Zunge zu benutzen, kannst du nur diese drei Klänge von dir geben. A, U und M. Wenn du deine Zunge in verschiedene Positionen bringst, innerhalb des Raumes deiner Mundhöhle, kannst du diese drei Klänge vermischen und alle anderen Klänge produzieren. A, U und M sind die Grundlage aller Klänge, die du produzieren kannst. Sie werden bezeichnet als die Grundklänge oder die universellen Klänge. Wenn du diese drei Klänge zusammen aussprichst, erhältst du den Klang Aum. Dies sind die einzigen drei Klänge,
die der Körper ohne Zunge produzieren kann. Wenn du diese drei Klänge mit Sorgfalt erzeugst, werden unterschiedlichste Teile deines Körpers aktiviert und mit Energie versorgt. Du wirst merken, dass mit dem Klang A die Schwingungen direkt unterhalb des Nabels beginnen und sich über den Körper ausbreiten, weil dies der einzige Ort ist, an dem alle 72.000 Nadis oder Energiebahnen zusammentreffen und sich dann neu verteilen. Das ist das Erhaltungszentrum im Körper. Den Klang A hervorzubringen stärkt dieses. Wenn du den Klang U aussprichst, wirst du bemerken, unter dem Punkt, an dem sich die Rippen treffen, direkt darunter, ist eine weiche Stelle. Die Schwingungen werden sich von hier ausbreiten und nach oben bewegen. Wenn du den Klang M aussprichst, wirst du merken, dass die Schwingungen an der Kehlgrube beginnen und sich dann in den oberen Teil deines Körpers ausbreiten. Diese drei Klänge auszusprechen hat unzählige positive Auswirkungen. Falls du unter irgendeiner psychologischen Beeinträchtigung leidest, wie übermäßige Ängste, Albträume oder einen instabilen Geist oder Körper, wenn dein allgemeiner Zustand schwach ist, du dazu neigst, zu oft krank zu werden, insbesondere für Kinder, die unter Aufmerksamkeitsstörungen leiden, dann macht das tägliche Erzeugen dieser drei Klänge für einige Minuten täglich einen enormen Unterschied. Das Hervorbringen dieser drei Grundklänge aktiviert die drei Lungenlappen einzeln, was wiederum die drei Grundabschnitte des Körpers aktiviert, den unteren, den mittleren und den oberen, wodurch das erforderliche Fundament gelegt wird für das Wohlbefinden deines Wesens oder eine angenehme und fröhliche Existenz. Sitze mit überkreuzten Beinen. Lege deine Hände mit den Handinnenflächen nach oben auf deine Oberschenkel. Hör dir die Anweisungen aufmerksam an, bevor du mit der Übung beginnst. Öffne den Mund weit genug und erzeuge den Laut Atme dabei vollständig in den Laut aus. Wir machen das 7-mal. Dann forme mit deinen Lippen einen Kreis und erzeuge den Laut. Atme dabei vollständig in den Laut aus. Wir machen das 7-mal. Dann schließe den Mund und erzeuge den Laut. Wiederhole den Laut 7-mal. Während du das machst, achte darauf, in welchem Teil des Körpers die Schwingungen stattfinden. Der Laut A erzeugt Schwingungen um deinen Nabel herum, der Laut U um den Punkt, wo der Brustkorb zusammentrifft, und der Laut M rund um deine Kehlgrube. Wir machen das nun zusammen. Halte die Handinnenflächen nach oben und deine Wirbelsäule angenehm aufgerichtet. Bitte schließe deine Augen.
Deine Zeit. Nimm dir deine Zeit. Langsam, sehr langsam. Öffne deine Augen. Yoga für innere Erforschung. Shambhavi Mudra. In der Geschichte der Menschheit sind viele wahrhaft funkelnde menschliche Wesen zum Vorschein gekommen. Sie haben heller gestrahlt als die Sterne am Himmel. Aber warum ist es, dass der eine schier unglaubliche Fähigkeiten besitzt,
Und warum ist es, dass der andere mit jedem kleinen Aspekt des Lebens zu kämpfen hat? Wenn du dich selbst als Mechanismus betrachtest, dann hast du einen Körper und einen Geist. Vielleicht hast du einen großartigen Körper und einen großartigen Geist, aber das, was man als Anmut bezeichnet, ist dabei das Schmiermittel. Ohne das nötige Schmiermittel bleibst du an jeder Kleinigkeit hängen. Es gibt so viele Menschen dieser Art auf diesem Planeten. Sie sind intelligent und fähig, aber an jeder Hürde im Leben bleiben sie hängen, weil ihr Leben nicht wie geschmiert läuft. Es ist also wichtig für ein menschliches Wesen, eine gewisse Anmut in seinem Leben zu haben. Shambhavi Mudra ist ein Prozess, der so ist, als ob man ein Fenster öffnet, sodass man empfänglich wird für Anmut. Hier sind einige Empfehlungen, um die optimale Atmosphäre zu erzeugen und deine Wahrnehmung für die Übungen zu verbessern. Bitte schalte dein Handy auf stumm oder schalte es aus. Es ist ratsam, die Übungen nicht mit einem vollen Magen zu machen oder direkt nach einer Mahlzeit. Bitte sitze mit der Wirbelsäule angenehm aufgerichtet, die Hände nicht verschränkt und mit den Handflächen nach oben. Diese Punkte werden dich vorbereiten, sodass du aufnahmefähiger bist und das Beste aus den Übungen herausholen kannst. Diese Übungen sind sicher und einfach und können von jedem ausgeübt werden. Die Übungen, die wir hier lernen, können von jedem ab dem 7. Lebensjahr praktiziert werden. Falls du eine Brille trägst, lege sie während den Yoga-Übungen bitte zur Seite. Sitze bequem, mit überkreuzten Beinen. Halte die Wirbelsäule angenehm aufgerichtet. Wir werden das Yoga Mudra halten. Bringe dazu den Daumen und den Zeigefinger zusammen, sodass die Spitzen einen Kreis bilden. Lass die anderen drei Finger gerade. Alle vier Finger berühren einander, ohne eine Lücke dazwischen. Halte dieses Mudra mit nach oben gerichteten Handflächen auf deinen Oberschenkeln. Arme und Schulter sollten locker und entspannt sein. Schließe die Augen und sitze mit deinem Gesicht leicht nach oben gerichtet. Wenn du dein Gesicht leicht nach oben gerichtet hältst, entsteht ein natürlicher Fokus zwischen den Augenbrauen. Halte diesen natürlichen Fokus, konzentriere dich nicht darauf, sondern halte diesen natürlichen Fokus zwischen den Augenbrauen einfach aufrecht und sitze mit deinem Gesicht leicht nach oben gewandt. Augen geschlossen. Halte diesen leichten und ungezwungenen Fokus zwischen den Augenbrauen und sei dir bewusst der natürlichen Bewegung deiner Atmung. Continue to sit like this for 3 to 6 minutes. Yogar tova, bogar tova, sangar tova, sangavina. Yasya brahmani ramate chittam. Yasya brahmani ramate chittam. Nandati nandati nandate va. Nandati nandati nandate va.
Yoga für Liebe. Namaskar-Prozess. Das Wort Yoga bedeutet Einheit, Einheit aller Polaritäten, von Maskulin und Feminin, Yin und Yang, individuell und universell, Shiva-Shakti, rechte und linke Gehirnhälfte oder was auch immer du sie nennen willst. Um diese gesegnete Einheit zu erreichen, ist die einfachste Form das Yoga von Namaskar. Beide Hände zusammenzubringen, in einer Linie, auf Höhe des Herzens, wird dich zu einer gewissen Harmonie zwischen den inneren Polaritäten führen. Das wiederum bringt ein Gefühl von vereint zu sein, mit auf wen auch immer oder was auch immer das Namaskar ausgerichtet ist. Indem du deine Hände zusammenbringst, werden die Dualitäten deiner Vorlieben und Abneigungen, deine Begierden und Widerwillen ausgeglichen. Und da ist eine gewisse Einheit bei der Erfahrung von dem, wer du bist. Für ein paar Minuten, jeden Tag, bringe deine Hände zusammen in Namaskar und schau auf jemanden oder etwas, das dir viel bedeutet. Vielleicht die Sonne, der Mond, die Wolken, der leere Himmel, die Bäume, ein Fels, dein Ehemann, deine Ehefrau, dein Kind, deine Mutter, Vater oder ein Bild, das dir etwas bedeutet. Betrachte diesen jemand oder dieses Etwas mit dem größten Ausmaß an Emotionen, das du erzeugen kannst, in einer Haltung von liebevollen Aufmerksamkeit. Halte Namaskar für 3 bis 5 Minuten. Dein Leben wird in einem transformativen Modus sein. Take your own time. Take your own time. Slowly, very slowly, open your eyes.